So, hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Und zwar geht es um die Pick'em-Challenge Gruppenphase. Ich sehe jetzt gerade, ich habe nur noch eine Minute, um Ihre Tipps abzugeben. Also ich habe das alles fertig gemacht. Ich habe ein bisschen rumgeschaut, ich habe mir die Teams nochmal angeschaut. Ich habe ein Video von Trilux angeschaut und hier und da nochmal ein bisschen reingeschaut. Ich muss sagen, generell mit Trilux, so habe ich am meisten übereingestimmt von meiner Meinung. Ich habe jetzt auch gerade ein paar Tipps geändert. Ich denke, G2 wird weiterkommen. Ich weiß gar nicht, ich habe es glaube gar nicht komplett identisch wie Trilux. Aber ich wollte eigentlich jetzt noch kurz ein Video machen, um quasi die Pick'em-Challenge auch zu zeigen, dass vielleicht der ein oder andere von euch noch sich was ändert oder irgendwas. Aber ich sehe gerade, dass eben nur noch eine Minute zu ändern ist. Deswegen lade ich es aber trotzdem hoch. Ich würde einfach gern auch wissen, was ihr getippt habt. Bei uns ist es in der ersten Runde ganz gut eigentlich gegangen. Ich habe sechs richtige Tipps. Was heißt gut? Es reicht mir, weil es eben einfach für die Punkte gereicht hat. Ich denke, jeder weiß, dass es eh meistens anders kommt und nicht ganz berechenbar ist, so wie die 3-0 und 0-3 Picks. Team Liquid kann, denke ich, 3-0 machen. Ob sie es machen, keine Ahnung. 0-3 Dream Eaters vermute ich, dass die eben jetzt 0-3 rausfliegen. Die haben zwar gar nicht schlecht gespielt, also eben von den Wins her, aber ich denke, dass das, was ihre Taktik so ein bisschen war, die Gegner zu betölpeln, dass das hier gegen die echt massiven oder stabilen Teams nicht mehr so ganz funktioniert. Ansonsten ist es von den Teams her echt schwierig. Also die Pick'em Challenge fand ich echt schwierig. Sonst in den letzten Majors hatte ich immer so ein bisschen, okay, der und der hat so ein bisschen eine Ahnung gehabt und auch so ein bisschen meine Gefühle gehabt, in welches Richtung es geht. Aber hier war es jetzt komplett in meinen Augen einfach, keine Ahnung, richtig schwierig, weil so viele Teams einfach auf Augenhöhe sind. Und es ist auch natürlich immer von der Herausforderungsphase zur Gruppenphase, zur Champion-Phase, spielen die Teams eben auch anders. Es gibt Teams, die werden stetig besser. Es gibt Teams, die spielen am Anfang eher noch entspannt und überzeugen vielleicht da noch nicht so ganz, aber spielen dann eben im späteren Verlauf stabil. Und so schätze ich eben jetzt die Teams ein hier wie G2. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie rausfliegen. Und ebenso sehe ich es hier für die ganzen anderen Teams auch. Mouseboards wäre natürlich nice, wenn sie weiterkommen. Die haben brutal stark gespielt. Aber es ist eben jetzt auch ein Team, wo jetzt vielleicht auch relativ schnell rausfliegen könnte, in meinen Augen. Aber ich hoffe einfach, dass sie weiterkommen. Und sonst schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, was ihr getippt habt. Und was ihr denkt, was hier so ändern. So, NiP wäre eigentlich auch noch so ein Team gewesen, wo ich mit reingenommen hätte. Aber ja, NiP ist, glaube ich, schon lange nicht mehr so stabil, wie der Name eben eigentlich ist. Aber auch nochmal für alle, die Profis sind hier im Tippgeschäft oder was weiß ich. Meine Daten hier, die sind aus schnellen Informationen. Ich habe kaum Spiele richtig verfolgt, um jetzt hier fachmännischen Rat zu geben. Deswegen gebe ich jetzt einfach quasi meine Tipps raus. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, was ihr getippt habt. Und dann sehen wir einfach auch später quasi wieder, wie es rausgeht. Mir reichen völlig die fünf korrekten Picks hier, um einfach hier voranzukommen. Und hoffe natürlich, dass ihr auch alle die richtigen Tipps habt. Jetzt auch eine Minute, jetzt müsst ihr eigentlich schon, ja, es ist schon vorbei. Ich bin auf jeden Fall auch auf die Spiele gespannt. Ich werde hier auch wieder mehrere Spiele verfolgen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der Champion-Phase wieder. Und sage ich vielen Dank fürs Einschalten. Gebt natürlich gerne einen Daumen hoch. Lasst auch gerne ein Abonnement da. Schaut auf Twitch vorbei, twitch.tv, Hangemao Live. Link ist in der Videobeschreibung. Da spielen wir auch generell eigentlich häufig CS. Und jo, würde ich mich sehen, freuen, euch zu sehen. So rum. Und dann sage ich vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao.